Hallihallo, liebe Zuschauer. Hier sind Chris, Tommy, Tobi, der Flo, Mario, Stefan und Katja vom Feierabendkollektiv. Als gemeinnütziger Verein schaffen wir Räume für handgemachte Musik. Auch jetzt in der aktuellen Situation. Wir wollen mithelfen, dass jetzt und auch nach Covid-19 weiterhin kleinere und größere Konzerte, Jam-Sessions, Workshops und Festivals gibt. Damit wir das hinbekommen, müssen wir gemeinsam den Kulturschaffenden helfen zu überleben. Zu diesem Zweck haben wir Feierabendpunkte vor ins Leben gerufen. Als digitale Bühne mit einem vielfältigen Konzertprogramm für euch und fixen Gagen für alle beteiligten Personen auf und hinter der Bühne. Wir wollen mit dieser Aktion möglichst viele Menschen erreichen und um Unterstützung bitten. Deswegen sind unsere Streams frei zugänglich, aber sicher nicht umsonst. Feierabend.tv gibt es nur durch eure Unterstützung. Helft uns jetzt durch eure Spenden. Egal wie klein dieser Betrag ist. Einen Beitrag zur Rettung der Kulturszene zu leisten. Wie ihr das mit wenigen Klicks machen könnt, erfahrt ihr in der Videobeschreibung oder unter spenden.feierabendkollektiv.de. Und jetzt geht's weiter. Sago Song Salon. Echte Menschen. Echte Lieder. Herzliches Willkommen auch von mir hier aus den Seven Arts Studios in Mannheim. Ich freue mich riesig, heute die Veröffentlichung von Erntezeit begleiten zu dürfen, dem neuen Album meines Freundes Ulrich Zephus. Und mit dabei, wenn auch nicht vor Ort, sind zahlreiche KünstlerInnen der deutschen Singer-Songwriter-Community. In alphabetischer Reihenfolge wie folgt. Stefan Bienwald, Matthias Binner, Tobias Dellit, Marie Diod, Claudia Fink, Dota Kehr, Sebastian Krämer, Christina Lux, Stefan Nölle, Luis Schwamm und natürlich Ulrich Zephus. Hi. So, dann stöpsel dich mal an. Erledigt? Erledigt. Es kann losgehen. Gut. Dann erzähl den ZuschauerInnen doch mal direkt, was sie heute Abend erwartet hier. Ja, gerne. Es ist ja so, normalerweise hätten wir jetzt ein Release-Konzert mit Band, so wie das im Studio war. Das geht natürlich nicht wegen unserer lieben Pandemie. Und wir mussten uns was anderes überlegen und haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Ich habe jetzt nicht einfach alle Songs solo gespielt und erzähl ein bisschen was davon dazu. Also ich habe sie eingespielt, solo, aber dazu haben meine Freunde, die Timo gerade aufgezählt hat, ihre Beiträge gespielt, sie haben dazu gesungen und wir haben das dann so aufbereitet für heute Abend und präsentieren euch das und erzählen ein bisschen was zu den Liedern. So läuft's. Ja, aber auf dem Album hört sich das ein bisschen anders an und wie das ist, da hören wir jetzt mal rein. Es ist einmal im Jahr Magnolienzeit, spürst du sie, die Hand im Haar. Im zärtlichen Mantel der Nacht, im zärtlichen Mantel der Nacht. Ausgebranntes Haus. Willkommen, willkommen bei Freunden über Nacht. Willkommen bei Freunden über Nacht. So. Das Titellied deines Albums heißt ja Erntezeit. Warum hast du dich für den Song entschieden? Für mich ist der Song so ein bisschen maßgeblich für dieses Album, weil er ein wichtiges Thema berührt, mit dem ich mich einfach beschäftige. Und das ist eben das Thema von Ursache und Wirkung und der Verkettung der beiden Dinge. Und mit der einfachen Erkenntnis, dass wir säen, was wir ernten. Das heißt, im Guten wie im Schlechten, sei es in Freundschaften, in der Liebe, beim Klimawandel, im Krieg, immer ist das, was wir sehen, die Folge von irgendwas, was wir getan oder nicht getan haben. Und darum geht es in dem Song, der seine Bilder ja aus der Ernte, der konkreten Kornernte schöpft und das andere eben dahinter steht. Ja. Und wer von deinen Freundinnen von Sago begleitet dich hier?
Beim ersten Song begleitet mich Stefan Nölle aus München, ein Sago-Songwriter, der ein gelernter Schlagzeuger ist, Multiinstrumentalist, und der hier in dem Song eine Rahmentrommel spielt. Das ist so eine, das seht ihr ja gleich, eine Trommel, die gestimmt ist auf einen Ton. Die macht also nicht nur Geräusche, sondern auch Töne und erzeugt so einen fiebrigen Sound, der wunderbar zu dem Gefühl von Ernte passt. Erntezeit. Das Korn ist reif, es wogen dürre Meere. Komm und greif dir eine Ehre. Es glüht das Land, die Spelzen fliegen. Fühle in der Hand die Körner liegen. Du hast alles, alles dafür getan. Jetzt ist es soweit, Erntezeit, Erntezeit. Schneidwerk klingt wie Millionen Grillen. Wenn es niedersinkt, den Hunger zu stillen. Das dürre Meer frisst es in Bahnen. Grau und leer, Staub ist die Fahnen. Du hast alles, alles dafür getan. Jetzt ist es soweit, Erntezeit, Erntezeit. Das Feld, das Ende vom Ganzen. Du hast es bestellt. Du hast es bestellt. Du hast alles, alles dafür getan. Jetzt ist es soweit, Erntezeit. Du hast alles, alles dafür getan. Jetzt ist es soweit, Erntezeit, Erntezeit. Jetzt ist heute Abend ja schon mehrfach der Name Sago gefallen, Uli. Das ist sicherlich vielen ZuschauerInnen zu Hause ein Begriff, aber manchen vielleicht noch nicht. Also erklär doch mal kurz, was ist Sago? Sago ist eine Gruppe von befreundeten, liederschreibenden Menschen aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt Sago schon seit 30 Jahren und wir treffen uns ein paar Mal im Jahr
um uns gegenseitig Lieder vorzuspielen und über die Lieder zu sprechen. Das heißt, es ist auch eine Weiterbildungsveranstaltung. Also junge Liedermacher kommen dahin und machen da Kurse. Jetzt vor Ostern ist ein Kurs, dann im September ist ein Kurs. Dann ist auch zwischendrin einer in Waiblingen auch noch. Und also das gibt auch viel Nachfrage dafür. Und wir machen auch zusammen dann Konzerte, die älteren Sargonauten, wie wir uns nennen. Wir machen zusammen Konzerte, zum Beispiel den Sargo Songsalon, der in verschiedenen Städten stattfindet. Und gegründet wurde Sargo von Christoph Stehlin, der 2015 verstorben ist. Und heute geleitet von Matthias Binner aus Berlin, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte, als er bei uns im Zimmertheater in Speyer im September einen wunderbaren Auftritt hatte. Großartige Texte, sehr sympathischer Mensch. Absolut, und dazu noch ein toller Pianist. Und ich freue mich, dass er mich beim nächsten Song begleitet, Hand im Haar. Ein Song, der auch gut in die Zeit passt, weil er nämlich über etwas singt, von etwas handelt, was wir eben nicht so jetzt machen können, nämlich sich berühren. Hand im Haar. Der Kellner räumt vom Nebentisch ein halb getrunkenes Bier. Der Wein schiebt Wolken zwischen uns, ich wünschte, du wärst hier. Die Stimmen plätschern mir ins Ohr und streiten sich, was war. Ich bleibe still und spüre noch die Hand im Haar. Und eine, die dir ähnlich sieht, die sitzt hier im Café. Sie weiß selber nichts davon, das tut nur einem weh. Und wendet sie sich von mir ab, bist du zum Greifen nah. Spürst du sie, die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Und die Musik singt leise das Lied der Diskrepanz zwischen dem, von dem du träumst und dem getanzten Tanz. Du kennst die Schritte, hörst den Rhythmus, Platz wär vor der Bar und alles wieder federleicht wie die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Und am Morgen kochte ich dir Kaffee auf dem Herd. Wenn alles sonst zum Teufel ging, das allein wär's wert. Vor dem Fenster liegt die Ferne und was zählt, wer da? Ein Stück Zucker, ein Schluck Milch und die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Doch was meine Hand berührt, ist nur ein kühler Stift. Wenn eines nicht zum anderen führt, wird aus der Liebe Schrift. Vergangenheit und Konjunktiv, die sind ein gutes Paar. Was war, was wär, wär's war? Die Hand im Haar. Die Hand im Haar. Die Hand im Ja, mich interessiert total, Uli, wie aus wie so aus der ersten Idee dann ein fertiger Song wird, also dieser Prozess. Und vielleicht kannst du den auch mal anhand von so einem beeindruckenden Text wie Ausgebranntes Haus erklären. Ja, vielen Dank für die Blumen erstmal. Nee. Ausgebranntes Haus ist tatsächlich ein Text oder ein Song, der lange gebraucht hat.
Am Anfang war einfach eine Phase, in der ich mich schlecht fühlte und ich fühlte mich ausgebrannt. Und von dem Wort ging ich, glaube ich, aus, weil das ist schon so viele Jahre her, so 8 oder so, keine Ahnung. Es hat wirklich eine lange Zeit gedauert. Und habe überlegt, was ist ausgebrannt? Ein Haus ist ausgebrannt und bin dann in dieses Bild hineingegangen und darin geblieben. Das heißt einfach, ich habe das Bild bedient aus meiner Lebenserfahrung dann raus, wie ist das, was macht das? Und habe da zunächst ein Gedicht geschrieben, das hatte am Anfang auch 4 Strophen. Und es war so gebaut, dass sich zwar alles reimte in diesem Text, aber nicht an der Stelle, an der man es vermutet hätte, sondern dass die Reime im Gedicht durcheinander liegen wie die Baustoffe in einem eingestützten Haus. Also die Ziegel, alles liegt rum. So lagen die Reime oder liegen die Reime in diesem Text rum. Es ist einfach praktisch, die Ordnung ist noch irgendwie da, aber zerstört. Mhm. So, ne? Und dann habe ich angefangen, das umzuarbeiten und hatte dann verschiedene Fassungen dieses Liedes und nur mit Gitarre. Und habe das dann mit Matthias, meinem Produzenten, besprochen und so weiter. Und wie es sich jetzt auf der Platte anhört, da können wir es mal ganz kurz reinhören, weil das sich nämlich anders anhört als damals. Ausgebranntes Haus. Ja, wir haben es auch die Freiheit genommen, einfach größer auszuprobieren und es war ein Riesenspaß. Okay. Und wer ist für dich dann heute Abend der passende Partner für diesen Sound? Ja, irgendwie war das eine leichte Wahl, oder wo ich so dachte, wer passt dazu? Denn einerseits ist es ein Song, der eben auch ein etwas Schmerzhaftes thematisiert. Andererseits geht es um abgefahrene Songs. Und da fiel mir einfach gleich unser Freund Louis Schwamm ein. Louis lebt in Köln und studiert in Osnabrück Songwriting, hat eine fantastische Bass-Bariton-Stimme, spielt toll Gitarre, schreibt tolle Lieder. Der hat auch schon in meiner Show gespielt, zusammen mit Christina Lux, die wir gleich auch noch hören. Und Louis experimentiert sehr gerne mit Sounds im Augenblick. Und deswegen hat es irgendwie perfekt gematcht und ich freue mich sehr darüber. Sind wir gespannt. Ausgebranntes Haus. Da waren zerbrochene Ziegel, es knirschte unter den Sohlen, Balkenstümpfe ragten kreuz und quer empor, sie stachen in den Himmel wie Stacheln schwarzer Igel, fort waren Tür und Tor, nichts mehr zu holen. Ausgebranntes Haus. Ausgebranntes Haus. Die Bücher wurden rabenschwarz, bauscht sich Gefieder im kalten Abendwind, krächzen sie, warum und wohin wohl alle sind. Das Mobiliar zerschlagen, im Dreck liegen die Lieder, das Klavier stumm. Ausgebranntes Haus. Ausgebranntes Haus. Ich find mich irgendwann auf Laken ausgestreckt an einem fernen Strand, an dem die Brandung lägt. Ein Geruch so fahl, der nach 100-mal Regen mich noch graut, liegt auf meiner Haut.
ich riech's auf meiner Haut. Ich riech's auf meiner Haut. Ausgebranntes Haus. Die letzten Blüten sind verschwunden. Aus dem Rinnstein über Nacht. Gelb und baumverwelkte Reste. Klar, dass hier einer sauber macht. Sie waren schön und ich trag ein Lächeln als Echo ihrer Schönheit durch den Tag. Und dass sie nur so kurz aus ihren Knospen brechen, ist, was ich mag, was ich mag. Einmal, einmal ist es so weit, es ist einmal im Jahr, Magnolienzeit. Einmal im Jahr, Magnolienzeit. Und dann tauche ich wieder ab zwischen den Tagen. Ich sage Dinge und bring den Müll hinauf. Werfe Blicke über Gartenzäune und weiß, irgendwann kommen sie wieder raus. Dann ist in mir nichts als weiße Stille. Ich steh nur da und schau in den Baum hinauf. Und mir ist, als ging mein Mund zum ersten Mal in diesem Jahr zum Atmen auf und geht auf. Einmal, einmal ist es soweit, es ist einmal im Jahr Magnolienzeit. Einmal im Jahr Magnolienzeit. Und dann fallen bald wie Schnee Blüten groß wie Chicorée. Nur was enden kann, ist wahr. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Es ist einmal im Jahr Magnolienzeit. Einmal im Jahr Magnolienzeit. Es ist einmal im Jahr Magnolienzeit. Einmal im Jahr Magnolienzeit. Das war Magnolienzeit mit Christina Lux. Ja, Christina ist aus Köln und
Sie hat auch schon bei mir in der Show gespielt, in Speyer. Und es war ein ganz wunderbarer Abend, weil sie nicht nur eine fantastische Songwriterin und Sängerin ist, sondern auch eine unglaublich kollegiale Künstlerin ist. Und es macht einfach immer wahnsinnigen Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und deshalb freue ich mich einfach, dass sie bereit war, da mitzusingen. Danke, Christina. Also, ich muss ja sagen, dass ich botanisch überhaupt nicht bewandert bin und dann auch erstmal googeln musste, wie sieht denn so eine Magnolie überhaupt aus? Schon eine beeindruckende Pflanze. Aber Uli, warum ausgerechnet eine Magnolie? Ja, Magnolien, die sind einerseits wunderschön und auf der anderen Seite sind sie nur ganz kurz in ihrer Pracht zu sehen. Und dann muss man wieder das ganze Jahr so einen öden, dunkelgrünen Lederbaum angucken. Wie das natürlich, die Blätter sind so ganz ledrig und so. Und was ich so toll finde, ist, dass es eben nichts ist, was man auf Knopfdruck sich bestellen kann. Das heißt, dieser ganze universelle Verfügbarkeitsterror, den wir erleben mit unseren Handys, in dem alles nur einen Klick entfernt ist, der ist ja einfach mal ganz, ganz souverän und ohne ein Wort zu verlieren kaltgestellt. Und man hat gefälligst zu warten. Und dieses Nicht-Verfügbar-Sein von etwas, das ist ja die Grundvoraussetzung für etwas ganz Wunderbares, nämlich Sehnsucht. Ich kann nur Sehnsucht nach etwas haben, was nicht da ist und was ich mir auch nicht einfach gleich mal runterladen kann. Ne? Das heißt, dafür steht für mich die Magnolie, für auch ein bewusstes Erwarten der Dinge, es genießen und dann loslassen, wenn die Zeit vorbei ist. Es ist einfach deswegen schön. Ganz anderes Thema. Musikproduzenten prägen ja den Sound einer Ära. So wie Quincy Jones, der Michael Jackson produzierte. Sag mal, Uli, wer ist denn dein Quincy Jones? Also mein Quincy Jones, das ist Matthias Kiefer. Aber ich hoffe, dass ich nicht sein Michael Jackson bin. Was macht so ein Produzent eigentlich? Ja, das kann ich ja ganz genau sagen. Gib mir mal die Gitarre hier. Okay. Also zum Beispiel komme ich dann so mit meiner Gitarre, die ist im besten Fall auch gestimmt, und habe dann so ein paar Akkorde, beispielsweise A-Moll, E-Moll, ein oft unterschätzter Akkord, aber ein großartiger Freund, so eine F-Dur und dann zum Beispiel so ein G-Dur. Und damit komme ich dann ins Studio und sage dann der Matthias, ja, ist schon ganz schön. Und dann macht er was daraus und das möchte ich kurz mal so einspielen lassen, wie das dann klingt. Im zärtlichen Mantel der Nacht schon ein bisschen anders, ne? Das macht ein Produzent. So, ja, jetzt haben wir ja gehört, was uns da auf dem Album erwartet. Wen hast du dir für Mantel der Nacht ausgesucht, angefragt von deinen Sago-FreundInnen? Das hat sich so ergeben. Marie macht das, Marie Diod. Und zwar einfach, weil sie den Song wahnsinnig gerne mag. Das hat sie mir einfach geschrieben. Und deswegen war es ganz klar, dass ich sie dafür anfrage. Und es freut mich sehr, dass sie das gemacht hat. Mantel der Nacht. Schick dir wer innige Zeilen und wartet wer jetzt schon auf dich. Drängt dich dein Herz dich zu eilen, wie gerade noch ich. Und reicht schon ein kurzer Gedanke, das rauschend die Sehnsucht erwacht und fällt an die letzte Schranke im zärtlichen Mantel der Nacht, im zärtlichen Mantel der Nacht. Es nagt mir mit blutigen Zähnen den trockenen Putz von der Wand. Du hattest mein Herz in den Händen, jetzt hast du's nicht mehr in der Hand. Wie seltsam, wie wir uns ersetzen,
wie austauschbar uns das macht, wie grausam wir uns verletzen im zärtlichen Mantel der Nacht, im zärtlichen Mantel der Nacht. Du bist bei dir, du gehst durch die Tage so licht. Du kannst deine Liebe jetzt leben, unsere konntest du nicht. Denn die blieb zu lange im Dunkeln, das hat sie ums Leben gebracht. Kalt liegt sie in meinen Armen, im zärtlichen Mantel der Nacht. Im zärtlichen Mantel der Nacht, im zärtlichen Mantel der Nacht, im zärtlichen Mantel der Nacht. Ja, wir haben hier in der Zwischenzeit was vorbereitet, weil Clips vorproduzieren und einspielen, das ist ja schon ganz nett. Aber jetzt heißt dieses Format nun mal Livestream. Und dann wollen wir doch auch mal schauen, ob Uli auch live kann. Also so live, live. Hak dich ein. Dann wär's schön, es hätte einen Garten mit hohen Bäumen, die so schön rauschen. Und jetzt kommst du, was gibt es Schöneres, als seine Träume auszutauschen? Wir sitzen hier noch brav getrennt, warten zusammen auf den Bus. Wir steigen ein, wir plaudern weiter, ich steige aus, du winkst zum Schluss. Meine Träume sind jetzt dein, hak dich ein, hak dich ein. So wär es schön, so soll es sein, hak dich ein, hak dich ein. Wir drehen uns hin, wir drehen uns her, oben unten gibt's nicht mehr. Wir drehen uns her, wir drehen uns hin, weißt du noch, was ich für dich bin? Dein Held, dein Liebling, dein Kind, dein Mann, wie fing das damals bei uns an? Hab ich, hast du, wer hat denn nun, was bleibt denn noch für uns zu tun? Meine Träume sind jetzt dein, hak dich ein, hak dich ein. So wär es schön, so soll es sein, hak dich ein. Ach ja, genau, das mit dem Garten, das muss vielleicht noch etwas warten. Doch Blümchen auf dem Fensterbrett machen den Garten doch fast schon wett. Meine Träume sind jetzt dein, hak dich ein, hak dich ein. So wär es schön, so soll es sein. Hak dich ein, hak dich ein. Hak dich ein. Hak dich ein. Okay, das wäre dann jetzt schon mal geklärt. Er kann. Ja. So, ich nehme ihn dann wieder weg. Uli, der nächste Song heißt
komm, sprich mit mir. Aber jetzt mal unter uns, also so ums Sprechen geht's da ja nicht wirklich, oder? Ja, es geht um Kommunikation, möchte ich mal sagen. Also es ist so, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ja, alles ist Kommunikation, vor allem alles, was zwischen Menschen passiert, also auch zwischen Liebenden passiert. Das heißt, die Liebe in all ihren physischen und psychischen, aber vor allem physischen Erscheinungsformen ist Kommunikation. Und das fand ich sehr anregend. Und deshalb habe ich dieses Lied geschrieben. Okay. Und wer ist für diese Art der Kommunikation jetzt dein perfekter Partner? Also bei Sago gibt es da eigentlich nur einen, der dafür in Frage kommt. Und das ist ein junger Mann, der hier auch noch als Kameramann tätig ist. Der wunderbare Tobias Dellit. Komm, sprich mit mir. Der Tag hat uns mit Worten und Bildern vollgestopft. Wir haben sie wie Staub von der Seele uns geklopft. Sie gaben keine Antwort, die bekomme ich von dir. Komm, sprich mit mir. Sprich mit mir in Worten, die keine Sprache kennt. Erzähl mir von der Erde, erklär das Firmament. Sprich zu mir in Blicken, die öffnen jede Tür. Komm, sprich mit mir. Sprich mit deinen Händen, sprich mit deiner Haut, sprich mit deinen Küssen, bis der Morgen graut. Dein Herzschlag ist die Brücke, über die ich balanciere. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Lass mich in dir lesen, was ich nicht sagen lässt. Verschweige mir das Wenigste, vertrau mir beim Rest. Erzähle mir dein Leben in allem, was ich spür. Komm, sprich mit mir. Sprich mit deiner Wärme, sprich mit deinen Knien. Zeige mir das ferne Land, zu dem die Wolken ziehen. Mach alles mir begreiflich, ich schenk mich dir dafür. Komm, sprich mit mir. Was dringt dir aus dem Innern, was lüpft aus meiner Stirn? Tanzende Gedanken, die behutsam sich berühren. Sie tauchen ineinander und sind auf einmal wir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Aus der Seele, was ich nie geahnt. Sprich mir aus dem Herzen, was sich nur mühsam bahnt. Sprich mich frei, oh Liebste, auf dass ich mich verliere. Komm, sprich mit mir. Die Atemzüge flüstern von der Leichtigkeit des Seins. Du teilst sie mit mir in der Schwere deines Beins. Die Ruhe trägt uns fort, die Träume stehen spalier. Sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Komm, sprich mit mir, komm, sprich mit mir. Ja, sehr schön. Also mich erinnert das Lied total an einen Song von Leonard Cohen, also der mich auch sehr inspiriert hat und geprägt hat und so weiter. Dance Me to the End of Love.
Ist das ein Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Zum einen ist es so, dass ich mich sehr viel mit Songs von Leonard Cohen auseinandergesetzt habe. Und tatsächlich ist dieser Song, bezieht sich auf den, es ist ein Palimpsest-Song. Also Palimpseste sind ja einfach so Texte, die sich auf andere Texte beziehen, thematisch oder von ihrer Struktur her und so weiter. Und dieser Song bezieht sich, also komm, sprich mit mir, tatsächlich to the, Dance Me to the End of Love. Es ist also so meine eigene Interpretation, Version dieser Geschichte, so wie ich es eben schreiben würde. Mhm. Und der nächste Song ist... Das ist genauso eine. Genau, Schwimmer in den Wellen ist eigentlich ein anderes Beispiel dafür. Schwimmer in den Wellen hat tatsächlich sogar sozusagen zwei Songeltern, okay, aber sie sind beide von den Doors. Ne? Mhm. Das eine ist The End und der andere Song ist Riders on the Storm. Spannend. Und Claudia Fink, deine Partnerin im nächsten Song, hat ja ihre Wurzeln auch eigentlich im englischen Songwriting. Das ist doch dann das perfekte Match, oder? Genau, und deswegen ist auch kein Wunder, dass sie diesen Song besonders mag. Das ist tatsächlich so. Und deswegen habe ich sie auch gefragt, weil sie das gesagt hat. Und das hat mich sehr gefreut und das ist wunderbar. Schwimmer in den Wellen. Grau ist das Wasser und kalt an den Zehen und hebt mich die Woge hoch, kann ich den Leuchtturm sehen. Das Meer, es liebt mich und es trägt mich ganz leicht wohin. Ich weiß es, so weit wie es reicht, so weit wie es reicht. Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen. Ein Zug und noch ein Stoß, atme und lass los. Schwimmer in den Wellen, da ist diese Stimme. Schwimm nicht so weit raus, doch ich spür die Strömung. Etwas zieht mich hinaus, seh die Boje wippen und an ihren Tauen ziehen wie ein alter Kettenhund, der noch immer träumt zu fliehen. Noch immer träumt zu fliehen. Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen. Ein Zug und noch ein Stoß, atme und lass los. Schwimmer in den Wellen, ich sitz wieder auf meinem Stein. Doch gehör ich hierher, ich will da draußen sein. Sind die Beine auch schwer, ich schöpfe Wasser mit der Hand und trinke es leer, bin ich auch hier an Land. In mir ist noch mehr, in mir ist noch mehr. Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen, Schwimmer in den Wellen. Ein Zug und noch ein Stoß, atme und lass los. Schwimmer in den Wellen. Uli, du machst ja nicht nur regelmäßig deine Show Ulis Wohnzimmer, sondern du gibst auch private Wohnzimmerkonzerte. Was reizt dich denn daran, also außer der Gage?
Ja, auf. Das ist natürlich wenig, was mich da reizt, ne, außer der Garage. Es ist tatsächlich so, dass diese Wohnzimmerkonzerte, das machen ja viele. Und das ist so eine Sache, die in den letzten Jahren ganz schön stark aufgekommen ist. So ein bisschen als Selbsthilfeveranstaltung der Songwriter gegenüber die mangelhaften, Auftrittsmöglichkeiten ansonsten. Ich mag daran, dass es unglaublich einfach ist. Das heißt, Menschen kommen in einen Raum, man stellt sich davor, ich packe die Gitarre aus, hänge die mir um den Hals, ich brauche keine Mikrofone, ich brauche gar nichts, nur einen Mensch, nur einen Raum mit Menschen und dann spiele ich ein ganzes Konzert. Und wenn die Songs stimmen und funktionieren, sind die jetzt wunderbar und du hast einen unglaublich unmittelbaren Kontakt, also in beide Richtungen. Und da für mich als auch Musik machen einfach Kommunikation ist. Das heißt, ich teile über meine Bilder, über meinen Lieder einen geistigen Raum mit dem Publikum, die einfach ihre Lebenserfahrung in meinen Songs sehen. Und dann ist es plötzlich so eine Energie und eine Ebene. Ja. Und je näher das Publikum ist, desto intensiver ist das. Und deshalb sind meine intensivsten Konzerterlebnisse oft eben genau die. Und das ist einfach was ganz Wunderbares. Das ist völlig direkt, ne? Ja, und unmittelbar, wie du sagst. Ja. Ja. Und dann ist es einfach so, dass man nicht nur dort spielt, sondern oft ist es eben auch so, das sind freundliche Menschen, bei denen man ein Konzert macht und dann oft auch dort übernachtet. Das heißt, und dann sind es freundliche Menschen, bei denen man übernachtet und über Nacht das zu Freunden werden. Was ganz Wunderbares. Bei Freunden über Nacht. Ich bleib mit den leeren Flaschen bei Freunden über Nacht. Und sie haben mir das Zimmer noch schnell fertig gemacht. Und nach dem Essen und dem Lachen, den Geschichten und dem Wein, steh ich barfuß auf den Dielen vor dem Bett und schlüpf hinein. Und mich umfängt die Kühle, wenn ich unters Laken kriech, das nach zu Hause und Lavendel riecht. Egal wohin die Welt sich dreht, gibt es eine Tür, die immer offen steht. Willkommen, willkommen bei Freunden über Nacht. Und draußen peitschen Winterstürme mit Regenfäden das Land. Und drinnen tanzen Schattenfetzen über mir an der Zimmerwand. Doch ich liege hier schön warm zwischen Büchern und Klavier. Ich wäre nirgendwo lieber als hier. Denn egal wohin die Welt sich dreht, gibt es eine Tür, die immer offen steht. Willkommen, willkommen bei Freunden über Nacht. Und seid ihr in der Gegend, es steht jederzeit ein Wein bei mir zu Hause und ein Bett bereit. Egal wohin die Welt sich dreht, gibt es eine Tür, die immer offen steht.
willkommen, willkommen. Freunden über Nacht. Willkommen, willkommen bei Freunden über Nacht. Das Meer und wartest auf den Abend, hüllst dich in Nebel, der die Lichter dämpft. Was hast du heute alles schon getragen? Du liegst ganz still, du hast genug gekämpft, genug gekämpft. Du bist das Meer und wartest auf den Abend, weil sich der Himmel bei Nacht mit dir vermählt und alle Grenzen verschwimmen und verschwinden und es ertrinkt in Liebe alles, was dich quält, alles, was dich quält. Der Himmel dann in deinen Armen, wog dir hinaus und flutet wieder hier, bis er sich hebt im ersten Morgengrauen, denn er ist der Himmel. Das Meer, du bist das Meer, du bist das Meer. Du bist das Meer mit Stefan Nölle. Uli, mir ist aufgefallen, dass ich wirklich in vielen deiner Songs so im weitesten Sinne ein Wassermotiv finden lässt. Und ich mag total die Ambivalenz von dem Bild, ja, weil du so ganz unterschiedliche Assoziationen da finden kannst. Ja, es steckt ja alles da drin. Das ist, für mich ist Schreiben immer das, was man nicht ausdrückt, was das Unsichtbare sichtbar zu machen durch das Sichtbare. Also irgendwas Konkretes zu finden, hinter dem das Unsichtbare, das Große, das Thema aufscheint. Und im Wasser, das ist zum Beispiel so, das ist natürlich alles in einem. Es ist einerseits das, was uns ernährt. Wir sind aus Wasser. Wir werden in Wasser aus dem Wasser geboren, im weitesten Sinne des Wortes. Mhm. Als Babys sind wir im Bauch, im Fruchtwasser der Mutter. Und gleichzeitig ist es natürlich das fremde Element. Wenn es in die Lungen kommt, ertrinken wir. Es trägt uns, aber wir können auch untergehen. Das heißt, es ist bedrohlich, es ist liebevoll, es wiegt dich, es vernichtet dich. Das ist alles in einem. Und das ist wahnsinnig spannend dadurch. Ja, und du kannst ja auch
mitschwimmen, denke ich. Du kannst dagegen schwimmen, du kannst dich treiben lassen. Das sind alles so, so ganz viele Bilder, die ich da direkt im Kopf bekomme. Ja, genau. Und treiben, es geht ja nicht nur um das Wasser, es geht auch um den Wind und das Feuer und die Erde, die Elemente an sich. Das ist ja auch einfach die Schule von Christoph Stählitz, muss man einfach so sagen, der die Welt sieht in ihrer Scheinung. Und das, er sagt immer, die Majestät des Phänomens. Und durch das einfach die Dinge sprechen lassen. Einfach gar nichts dazu tun, einfach nur die Dinge zeigen, die bedeuten dann schon von ganz alleine die Dinge. Die muss man, die Bedeutung muss man gar nicht da reinfriemeln, die ist schon da. Ne? Und bei treiben lassen ist genau so ein Ding. Beim nächsten Song, Es ist um mich geschehen, da geht es auch darum, dass die Dinge nicht durch uns passieren, sondern mit uns. Dass wir also quasi einfach irgendwie so ein Korken sind in diesem ganzen Getriebe. Zum Treiben lassen braucht man allerdings die Stadt, das muss man sagen. Man kann sich in Berlin treiben lassen, aber nicht in Böhl-Igelheim. Ne? Das ist halt das Problem bei der Kiste. Genau. Und aus Berlin kommt ja auch Stefan Bienwald, der dich im nächsten Song begleitet. Ja, auch ein Sago-Songwriter, der schon lange dabei ist und der tolle Songs schreibt. Die erste Platte, die ich von ihm habe, war seine Platte Stadtwerke, auch ein sensationeller Titel einfach, mit Liedern über Berlin. Und er ist gelernter Gitarrist, ein unglaublicher Musiker. Und ich bin sehr froh, dass er mich begleitet bei dem folgenden Song mit seiner Bariton-Gitarre. Es ist um mich geschehen. Wenn ich es nicht glauben kann, ist längst vorbei der Februar. Die Weihnachtsdeko feixt mich an. Ich schau mich um, wo blieb das Jahr, das um mich herzog mit Musik. Nur ich blieb stehen. Es ist um mich herum, es ist um mich herum geschehen. Es ist um mich geschehen. Die Ohren fallen zu und auf. Das Flugzeug kämpft sich durch den Wind. Immer höher geht's hinauf. Ich sitz, bis wir gelandet sind. Man sieht Propellerflügel nicht, wenn sie sich drehen. Es ist um mich herum, es ist um mich herum geschehen. Es ist um mich geschehen. Ich war mein Mittelpunkt der Welt. Jetzt schau ich zu und steh am Rand. Während mein Kind mir Fragen stellt, wachsen Knochen und Verstand. Verschwinden werden Ritterräuberfeen. Ich schwimm durch Licht, schwimm durch Musik und werde mit der Schwingung eins. Dass du mich findest, will ein Gott. Kennen wir uns aus der Uni Mainz. Der Morgen kommt, die Nacht liegt in den Wehen. Es ist um mich herum, es ist um mich herum geschehen. Es ist um mich geschehen, es ist um uns herum, es ist um uns herum geschehen. Es ist um uns geschehen, es ist um uns geschehen, es ist um mich geschehen.
nächste Song selber groß. Der hat mich auch wirklich, wirklich total berührt. Das ist so, ja, ich habe da sofort eine Vater-Sohn-Geschichte drin gehört und rausgehört und eben dieses, was dann zwangsläufig kommt, dieses irgendwann, ja, groß zu sein, verantwortlich zu sein und das, was man die ganze Zeit halt so gern sein will, die Freiheiten zu haben, zu machen und so weiter, zu gestalten, gerade das ist ja auch nicht immer einfach. Ja, richtig. Es ist natürlich ein Song über eine Beziehung, die es was Vater-Sohn-mäßiges hatte. Mhm. Aber es ist natürlich nicht, es geht nicht um einen leiblichen Vater, sondern es geht einfach um einen älteren väterlichen Freund, meinen halt Mentor, also von allen Sagonauten, der, unser Mentor Christoph Stählin, der die Schule gegründet hat und einfach es sich zur Aufgabe machte, sein Wissen über die Poesie und über die Kunst des Schreibens und der Dichtung an uns weiterzugeben. Keiner hat ihn gefragt, ob er das machen will. Er hat einfach es wichtig gefunden, es zu tun. Und es wurde zu einem immer wichtigeren, größeren Teil seines Lebens. Und wir haben uns also verwoben letztendlich. Und es ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und Christoph las mich auf, da war ich 18. Mhm. Und trug bunt bemalte Jeans. Und jetzt habe ich ein bunt bemaltes Hemd an. So ändern sich die Zeiten. Ne? Also und ich spielte mit meiner Band Bund damals in Berlin. Wir waren ausgewählt beim Treffen in der Musikszene. Und er war damals in der Jury. Und dann hat er mich dann gefragt, ob ich zu seinen Schülern kommen will. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Und er war halt immer da. Das heißt, wenn ich einen neuen Song geschrieben habe, dann habe ich das so weit rausgearbeitet und dann habe ich es ihm Christoph geschickt. Dann habe ich gesagt, hey Christoph, hör das mal an, was denkst du denn? Mhm. Haben wir darüber geredet. Und es war eine ganz wunderbare Sache. Er hat auch Geschichten, Songs geschickt. Und so ging das nicht nur zwischen uns beiden, sondern zwischen allen in dem Sago-Netzwerk die ganze Zeit. Mhm. Läuft das auch bis zum heutigen Tag so. Man gibt sich Feedback und hilft sich und gibt sich Ideen und so weiter und hilft sich weiter. Und das ist etwas ganz Wunderschönes, was von ihm eben initiiert wurde. Dota hat tatsächlich mal über ihn gesagt, ich glaube, so am 70. Geburtstag, wir sind alle wie Monde, die um den großen, bunten Planet Christoph Stählin ein so kreisen. Bild, ja. Wunderbar, einfach wunderbar. Ja. Und genau Dota hast du ja gebeten, dich bei dem Song zu begleiten. Warum? Ja, es ist ja so, dass Christoph wurde 2015 beigesetzt, war im Spätsommer und Dota fuhr über Mannheim. Ich habe sie einfach aufgelesen am Bahnhof und wir fuhren einfach zusammen im Auto runter und verbrachten diesen Tag einfach zusammen und haben das auch in ähnlicher Weise eben erlebt. Der Sommer ist noch spürbar, aber die Kühle des Herbstes steckt einem schon so in den Knochen und es war so windig auf dem Friedhof, wo er liegt, im Schatten der Hohenzollernburg da bei Heching. Und ja, und dann habe ich sie, das war ganz natürlich, sie zu fragen. Und ich freue mich sehr, dass sie das auch mochte. Und dann nicht nur heute Abend das eben eingesungen hat, sondern auch auf der CD. Wir können ja vielleicht auch mal in die Luft halten, ja. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Also das hier ist die Platte. Der Kameramann hechtet zur Kamera, um das mal groß zu machen hier. Das ist ganz großartig, dass man das so sieht. Ja, ich zoome das mal so biomäßig ran oder lieber nicht. Ja, so sieht man könnte fast meinen, ich wäre das auf dem Cover mit dem gleichen Hemd. Das ist auch so. Damit man mich wiedererkennt, dann beim Mediamarkt, im Plattenregal, CD-Regal oder auf sonstigen Plattformen. Das ist die Platte. Innen gibt es ein schönes Bild, also so schöne Flächen. Es gibt sehr schöne Flächen innen drin. Und ein Booklet mit allen Texten. Ja, ich bin sehr froh darüber. Und da hinten drauf steht drauf, was es ist: Sagonaut. Ne? Das bin ich. Und das steht auch auf den Platten der anderen Sagonauten drauf, auf den meisten jedenfalls. So, ja. Werbejingle beendet. Und wir hören selber groß mit Dota Kehr. Selber groß, der Krawattenknoten sitzt, schwarzer Anzug, weißes Hemd, das hätte dir gefallen.
selber groß. Neue Socken ohne Loch, geputzt bis alles glänzt, die Schuhe mit den Schnallen, Mantel und Schal und keine Wahl. Es ist weit, es ist früh, es geht los. Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Wer immer war, ist jetzt nimmer da, doch wohin? Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Keiner fragt mehr was, keiner sagt mehr was, es ist still. Selber groß, spür das Pochen unter mir, die Rillen im Asphalt und denk an unsere Schweizer Tour. Selber groß, du gabst so seltsam Gas, dein Golf rollte wie ein Boot im Sturm. Steuer und Hand auf Kurs durchs Land, dem nächsten Lied auf der Spur. Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Wer da immer war, ist jetzt nimmer da, doch wohin? Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Keiner fragt mehr was, keiner sagt mehr was, es ist still. Egal ob man will, und der Wind trägt den Verkehrslärm von der Bundesstraße rüber. Er vermischt sich mit dem Rauschen in den Baumkronen. Doch das Gras wächst üppig um mich rum und die Aussicht ist ganz schön. Du wolltest immer wegziehen, ah, würdest du doch nur noch hier wohnen. Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Wer da immer war, ist jetzt nimmer da, doch wohin? Selber groß, mit einem Schlag, selber groß. Keiner fragt mehr was, keiner sagt mehr was, es ist still. Alles Gute zur Albumveröffentlichung, Uli. Danke, Dota. Ja, sehr schön, ne? Ja, es gibt ja viele LiedermacherInnen, die ziemlich tagespolitisch auch unterwegs sind, ne? Und immer dann auch flott auf Ereignisse, die uns gerade widerfahren, reagieren. Das ist ja bei dir weniger der Fall. Warum? Ja, ich brauche einfach viel zu lange zum Schreiben, zum Verarbeiten, bis dass ich das machen könnte. Wenn ich über tagespolitische Ereignisse schreibe, dann dauert es immer mindestens ein Jahr und dann ist es meistens schon rum. Ich habe das bei dem letzten Album beispielsweise gemacht. Da gab es den Song Wind aus dem Süden. Das gab ein konkretes Ereignis, aber es dauerte über ein Jahr, bis ich diesen Song geschrieben hatte. Aber das Problem ist tragischerweise ja immer noch da. Ne? Das ist ja immer noch nach wie vor da. Und ein Skandal, logischerweise, der vor lauter Corona so ein bisschen aus dem Blick gekommen ist, und aber nichtsdestotrotz ja wahnsinnig brisant ist. Und das macht mich auch wütend und ich engagiere mich da auch, aber ich mache es nicht so sehr in Songs, also in der Regel mache ich das nicht so sehr. Ja, aber nicht über Politik oder Tagespolitik zu singen, heißt ja nicht, dass man keine gesellschaftlich relevanten Themen bedient. Ne? Nee, das ist also klar, es gibt ja verschiedene Arten, das zu machen. Für mich ist immer die Frage eher dann so sozial, wie bestimmt die Gesellschaft, wer dazugehört, wer nicht dazugehört und wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht in dem Sinn einer so leistungsorientierten Gesellschaft funktionieren.
daran bemisst sich eigentlich, was wir an Humanismus so zu bieten haben. Und das finde ich eine spannende Frage. Und darum geht es ja auch im nächsten Song, Samuel D. Ja, ja, genau. Ja. Da geht es ja tatsächlich um jemanden, der eben an diesen Erwartungen scheitert. Ja, ne? Ja, ganz genau. Und, das, ja. Und was ich spannend finde, ist, dass es ja, also dieses ganz sensible Thema, dass du das in eine Bluesnummer packst. Ja, so eine Art, es ist ja ein bluesiges Feeling, es ist irgendwie ein Blues. Ja, so, ne? Ja. Ja. Und warum ist da jetzt Sebastian Krämer dein Partner geworden, der jetzt nicht unbedingt verdächtig ist, jetzt ein großer Bluesmusiker zu sein, würde ich mal sagen, wenn ich mir seine Sachen anschaue? Das ist richtig. Er ist natürlich normalerweise in anderen Gewässern unterwegs, aber er ist tatsächlich musikalisch mit allen Wassern gewaschen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und Sebastian hat sich diesen Song selbst rausgesucht. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten, wo wir zusammengespielt haben, in verschiedenen Veranstaltungen, schon öfter gemerkt, dass er einfach ein fantastischer auch Ensemblemusiker ist und sehr gut ist darin, sich in die jeweiligen Stilrichtungen so einzufuchsen. Er hat mich auch schon begleitet bei Gerne in Lou, als er in Speyer spielt, in meiner Show beispielsweise. Oder wir haben andere Songs zusammen gemacht. Und es war immer ein Riesenspaß, weil er einfach ein Höllenmusiker ist, was man auch an dem nächsten Song hören kann. Samuel D. Samuel D. Ich hab gehört, du sollst jetzt tot sein. Per Zufall hab ich's und drei Ecken erfahren heute Nacht. Samuel D. Als Kinder waren wir wie Brüder. Jetzt zogen sie dich in Amsterdam aus einer Kracht. Ist doch Jahre her, dass wir uns sahen. Etwas blieb von dem, was wir uns waren. Am Horizont war der Himmel klar. Und du dahin unterwegs, Jahr für Jahr. Die Träume der anderen waren nicht dein Gebiet. Ich vergesse dich nie, egal was geschah, egal was geschieht, Samuel D. Als wir 13 waren und heimlich Küchenkräuter rauchten, ahnten wir nicht, dass das unser letzter Sommer war. Wir angelten noch mit Haselruten in kleinen Seen. Wie schlimm's bei dir lief, war mir damals nicht klar. Wir warfen die Fische zurück in den See. Doch einer weinte und rief: Ein Bündel und geh, Samuel D. Am Horizont war der Himmel klar. Und du dahin unterwegs, Jahr für Jahr. Die Träume der anderen waren nicht dein Gebiet. Ich vergesse dich nie. Egal was geschah, egal was geschieht, Samuel D. Und was du brauchtest, hast du nie bekommen, Samuel D. Alles andere hast du genommen, Samuel D. Viel zu früh Tüten gebaut und bald den Alten die Karre geklaut. Samuel D. Oh, Samuel D. Am Horizont war der Himmel klar.
für Jahr. Die Träume der anderen waren nicht dein Gebiet. Ich vergesse dich nie, egal was geschah, egal was geschieht, Samuel D. Bevor wir jetzt gleich zum letzten Song kommen, deine ultimative Gelegenheit, all den lieben Menschen Danke zu sagen, ohne die der Abend heute nicht möglich gewesen wäre. Das mache ich gerne. Zunächst mal vielen Dank an euch, die ihr zugeguckt habt und das mitmacht, euch darauf einlasst. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr. Und natürlich mein Dank an alle meine Freunde aus der Songwriter-Community, die mitgemacht haben, heute Abend einen Beitrag geliefert haben, an hier Stefan Bienwald, Matthias Binner, Tobias Dellit, Marie Diod, Claudia Fink, Dota Kehr, Sebastian Krämer, Christina Lux, Stefan Nölle und Luis Schwamm. Und natürlich haben diese Show nicht wir beiden Typen auf der blauen Couch geschmissen, sondern an dieser Show haben tatsächlich neben den beteiligten Künstlern noch eine ganze Reihe von Menschen die letzten Wochen gearbeitet, im wahrsten Sinn des Wortes, also irre. Und dem möchte ich gerne auch widmen, einfach mir mal den Dank sagen. Und das ist dann nämlich Matthias Kiefer, mein Produzent, der auch hier von Seven Arts Studio ist. Micha Meinks, der heute Abend den Ton gemacht hat, vielen Dank. Mary Ann Bröllochs, die das Lichtdesign gemacht hat von Camelot Films. Stefan Kraft und Tobias Dellit von Feierabend TV, die heute Abend unsere Show präsentieren. Vielen Dank. Len Bröcker und Oliver Kirschke, die hier mitgearbeitet haben als Assistenten der Produktion beim Ton und auch beim Set heute Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Und nicht vergessen, Erntezeit ist ab sofort erhältlich in oder über die üblichen Plattformen oder auch direkt im Shop des Künstlers. Der Link dürfte jetzt eingeblendet sein. So, und jetzt ist es tatsächlich schon soweit. Wir kommen zum letzten Song, wieder mit Marie Diod, Alleine für dich. Wir sehen uns hoffentlich bald auf dieser oder jener Bühne. Einen schönen Abend wünschen euch Ulrich Zefus und Timo Effler. Wer weiß, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, was du spürst. Und wer weiß, was du meinst. Wer weiß, was du denkst, an was du dich erinnerst, wie sich's anfühlt, wenn du weinst. Es weiß nicht deine Liebe und nicht deine Mutter und auch dein Freund weiß es nicht. Vielleicht glaubst du, du teilst dein ganzes Leben, doch du hast es alleine für dich, am Ende alleine für dich. Ah, 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 ah. Vielleicht wachst du nachts auf und es läuft ein Schauer ganz leise dir über die Haut. Und gleich neben dir liegt der Mensch, den du liebst, der alleine in Traumwelten schaut. Es weiß nicht deine Liebe und nicht deine Mutter und auch dein Freund weiß es nicht. Vielleicht glaubst du, du teilst dein ganzes Leben, doch du hast es alleine für dich, am Ende alleine für dich.
Und vielleicht will sie dir schon so lange etwas sagen. Und es liegt ein Stein auf der Brust. Und du hättest dir sicher so gerne geholfen, hättest du es nur gewusst. Es weiß nicht deine Liebe und nicht deine Mutter und auch dein Freund weiß es nicht. Vielleicht glaubst du, du teilst dein ganzes Leben, doch du hast es alleine für dich, am Ende alleine für dich. Doch du hast es alleine für dich, am Ende alleine für dich. Am Ende alleine für dich.